Moin sind und herzlich willkommen zurück zu unserem Community-Projekt Ark Park mit dem Pokémon Evolved Mod. Und hier vor mir steht ein Flareon oder so. Flamara. Flamara? Was? Flamara? Echt? Auf Deutsch, ja. Ach so, auf Deutsch. Genau, auf Englisch ist es Flareon, auf Deutsch ist es Flamara. Und das ist wohl, habe ich gerade gelernt, eine weiterentwickelte Stufe von Evoli. Aber ist das jetzt ein Evoli, was evolviert wurde von uns hier? Oder ist das jetzt nur, ist das jetzt, was ist denn das jetzt? Also aber das ist nicht evolviert. Ist es evolviert? Nee, das ist jetzt so gecraftet worden, ne, in dem Zustand. Das ist in dem Zustand gecraftet. Heute mit dabei sind Lonestar und Lea Mascha wieder. Und wir sind heute dran. Wir wollen mal gucken, was es Neues gibt im Mod. Weil der Mod hat jetzt einige Updates bekommen. Und zum einen wurden Bugs gefixt. Zum anderen sind neue Pokémon dazugekommen. Ich zeige euch das mal gerade. Wenn ich hier in meine Engrams gehe, dann sehen wir sie. Das sind nämlich die, die noch nicht freigeschaltet sind. Ich gehe mal ganz nach unten. Neu dabei sind Articuno, Butterfee. Butterfee? Nee, Free. Butterfree. Die Butterfee. Ja, ja. Die wunderschöne Butterfee. Ja, wer kennt sie nicht? Ist das nicht Smetbo? Ist das so ein Schmetterling? Ja. Ja, das ist ein Schmetterling, ja, genau. Das ist Smetbo. Das ist jetzt die Butterfee. Kombusken. Kombasken. Dragonite. Nidoran. Das sieht ja aus wie ein Hase, der irgendwie zu viele Drogen genommen hat. Dann wurde er zu Nidoking. Nidorino haben wir hier noch. Torchic. Torchic klingt so wie ein brennender Vogel irgendwie. So wie Torch. Fackelhuhn, ne? Ja, ein Fackelhuhn oder so. Trevenant. Oh, Trevenant sieht auch cool aus. Das ist so wie so ein Ent, ne? Aus Herr der Ringe. Den will ich auch mal sehen. Der ist bestimmt den toll. Will ich auch sehen. Aber wir haben uns ja eigentlich als Ziel gesetzt, schon das letzte Mal, bevor dann die Zuschauer was anderes entschieden haben, also ihr da draußen, ihr habt dann entschieden, wir sollen was anderes machen, wollten wir ja eigentlich schon diese Schlange hier kaufen. Rayquaza hieße, genau. Jetzt check ich's wieder, genau. Rayquaza, die hat 5000 gekostet, die wollten wir eigentlich mal ausprobieren. Und dann gab's noch irgendwie diesen Drachen, diesen einen. Oder was Dragoran, ist Dragoran, Dragonite. Genau. Dragoran, genau. Und da will ich jetzt gerade mal gucken, wo ist der denn? Wie teuer ist der denn? Was ist das? Ach, das ist das brennende Huhn. Das ist wahrscheinlich dann eine Weiterentwicklung von dem Torchic. Mhm. Dieses Kombasken. Das müsste stimmen, ja. Die Butterfee kostet 600. Die ist teurer als der Baummann. Wollen wir die Butterfee machen? Ich würde sagen, wir machen mal die neuen jetzt. Ich crafte die mal einen nach dem anderen jetzt und dann machen wir die mal. Dann gucken wir uns die mal an. Also ich mach jetzt mal erst den Baumfritzen. Also da wir Baum, Dragoran und Arktos gewinnen, wie es aussieht. Ja, ich mach jetzt mal den Baumfritzen. Den kennen wir ja noch aus Don't Starve Together, ja? Oh nein, nicht der. Angriff des Baumfritzen. Ja, aber mach's lieber draußen. Ich weiß nicht, wie groß das Vieh ist. Ja, jetzt muss er erstmal craften, ne? Jetzt dauert das erstmal einen Moment. Dann gehe ich gleich raus. Aber wartet mal, es regnet draußen. Ich kann meine Flasche voll machen. Und die Tür hier zu treffen ist echt immer wieder so eine Kunst. Eine Kunst für sich. So, der Baumfritze ist fertig. Und das machen wir mal draußen. Ne? Nicht, dass der hier nicht rauskommt aus der Tür. Dann ist er in der Kathedrale gefangen. So, Achtung. Ja, was für ein riesiger Baumfritze, ja. Aber er steckt in der Wand, im Boden. Er steckt im Boden? Ja, der. Naja, er ist festgewachsen halt, ne? Ach so, hier ist die vorne. Ich dachte, hier hinten ist vorne. Ich habe mich schon gewundert, wieso hat er keine Augen? Aber hier ist vorne. Ein Zyklopenbaum. Ein Bäumchen, ein singendes, klingendes Bäumchen. Ich habe ihn ins Gesicht gehauen. Ich kann ihn reiten. Ich bin der Baum. Ein Baumskorpion. Facehugger, das ist ein Facehugger, der mit einer Große gekreuzt wurde oder so. Das mit den Wurzeln, ich weiß schon, wie das gedacht ist, aber das sieht echt spooky aus, darf ich das mal sagen? Das sieht echt verstörend aus. Das sieht aus wie bei The Forest fast schon. Wie dieses eine Vieh da. Alter. Kann der denn nur zuhauen? Kann der gar nichts anderes?
hüpfen kann. Das sieht fast schon lustig aus, wenn da nicht diese komischen... Das sieht aus wie Finger, die da unten rauskommen. Mhm. Ah, das ist echt ein bisschen... Also, weiß ich nicht. Das ist echt ein bisschen schlimm. Das spricht so Urängste an, glaube ich. Man will halt nicht so gerne so mit so einem Fingervieh was zu tun haben. Was dann sich auch noch bewegt wie eine Spinne. Das weiß ich nicht. Also, ihr wolltet es sehen, ihr wolltet es haben. So, da habt ihr jetzt hier euren Baumfritzen. Ich weiß nicht, also... Naja. Können wir den nicht ins Feuer werfen? Nee. Oh Gott, und vor allem, wenn ich aus der Ego-Perspektive gucke, da bin ich genau unter seinen Wurzeln. Das sieht auch komisch aus. Dann hänge ich so im Boden drin irgendwie. Ich steig mal lieber wieder aus. Ich lass euch mal jetzt hier mit dem Baumfritzen rumspielen. Nenn den Baum Borkenbob. Borkenbob. So, dann gucken wir mal rein. Was haben wir denn jetzt hier als nächstes? Wir haben immer noch Geld. Genau, das kleine Hühnchen, Torchik. Davon können wir 69 machen. Hä, aber wie geht denn das? Ja doch, stimmt. Wir haben ja 3481. Boah, stellt euch das mal vor, 69 von den Viechern. Und alle auf Wandering stellen dann. Wie lustig das aussehen muss. Komm schon, komm schon. Im Prinzip kann er ja gleich auch noch die anderen machen. Was sind das hier für Viecher? Ich muss erst mal gucken, wie teuer die alle sind. Sag mal... Ah ne, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso ist die Weiterentwicklung von dem teuer? Aber dann ist ja Quatsch, ich habe mich wieder verguckt. Okay, wir machen erstmal dann den, dann die Butterfee. Von der Butterfee können wir nur 5 machen. Dann machen wir den hier. Und den. Und das ist ja nicht neu, glaube ich. Das gab es schon vorher. Was ist das hier? Oh, hier kostet 1 Articuno, kostet 4000. Ist ja auch ein legendärer Vogel. Und hier Dragonite kostet 5000. Okay, da müssen wir dann nachher mal für Dragonite und so, müssen wir dann mal Geld sammeln gehen. Habt ihr schon das Pikachu? Ja, Pikachu steht hier hinten tatsächlich. Neben der toten Frau. Oh, guckt mal. Aber er sieht irgendwie komisch aus. Er sieht irgendwie ein bisschen so Cyborg-mäßig aus, weil er da irgendwie so komische Quadrate im Gesicht hat. Das ist irgendwie ein Texturfehler oder so. Das sieht aus wie ein Problem mit der Reflection-Map oder so. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas da seltsam. Und er sieht ein bisschen sehr glänzend aus, finde ich. Er hat ein bisschen viel Lack aufgetragen. Zumindest an einigen Stellen. Ja, das ist irgendwie ein Problem mit der Reflection Map. Man sieht es nämlich, wenn ihr mal auf die Highlights guckt, also auf die weißen Flecken, die von den Lichtern reflektiert werden. Ihr seht es vielleicht, die sind abgeschnitten, wenn man so genau an die Kante der Textur da guckt. Da stimmt irgendwas mit der Reflection Map nicht. Da muss der Modder die Reflection Map nochmal anpassen. Also die Map, die definiert, an welchen Punkten Reflektionen passieren und welche nicht. Und an welchen nicht. Da ist irgendwas nicht richtig. Bei den anderen Pokémon ist das nicht so. Hier bei ihm hier nicht. Aber er hat auch kaum Reflektionen hier. Der kleine Glumanga war das doch, oder? Ja, Glumanda. So. Was ist denn jetzt hier schon fertig? Genau, das kleine Küken, das nehmen wir... Aber ich glaube mal nicht, dass das so riesig ist, oder? Das probiere ich jetzt einfach mal hier drin aus. Oh je. Ah, ist das geil. Kann ich das reiten? Nein, oh Gott, ja! Nicht. Oh Gott. Ich kann es reiten! Oh, erstmal angucken, warte mal. Wie heißt das Vieh nochmal? Flemli, ne? Ja. Ja, Flemli. Was, Flemri? Flemli. Auf Deutsch. Flemli. Ne? Ja, ich geh mal rein. Ich geh mal gucken. Kann ich? Achso, jetzt. Oh Gott, er ist verschwunden. Mama? Ich bin ein Küken! Ich bin ein kleines Küken! Ganz schön fix. Zwischendurch kommen von dir irgendwelche Texturen zum Vorschein. Das ist gruselig. Was? Texturen? Was sind denn Texturen? Das, die Texturen, das sind meine Spuren. Nee, pass auf, tritt nicht um mich drauf. Du riesiger großer Klotz. Das könnte auch so ein Figürchen aus dem Sandmännchen sein, irgendwie. Ja. So, wie Herr Fuchs und Frau Elster oder so. Wie das Baby von Frau Elster sieht das aus. Das sieht aus, wie wenn Herr Fuchs und Frau Elster ein Kind zeugen würden. Oh nein. So sieht das aus. Kindheitstrauma. So sieht das aus, ohne Witz. Um Gottes Willen. Lalala, 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 lalala.
Was für große Sprünge es macht. Ich kann dich sogar wegschieben, Leute. Ich kann dich schieben. Kann man dich eigentlich bowlern in Pokémon? Geht das? Ja, versuch's doch. Du bist echt so klein, ich treff dich sowieso nicht. Ich laufe auch nicht schnell. Trotzdem. Ich bleib einfach stehen, da kannst du mich besser treffen. Treff ich auch nicht. Oh, ich bin aber es nützt nichts, du kannst weiterlaufen. Oh, es nützt nichts, ja. Ich kann laufen. Ha. Lala. Hui. Kann ich kriechen? Nein. Kann ich. Ich will fliegen. Ich will fliegen. Es sieht aus, als wenn es tanzt, wenn man angreift. Ohne Witz. So, ich geh mal raus aus dem Pokémon. Boah. Ich fühle mich echt, als wenn ich plötzlich viel größer geworden bin irgendwie. Das ist witzig. Sehr schön. Folgt mir das eigentlich? Nee. So, dann gucken wir uns mal das nächste an. Dann machen wir mal jetzt Pokémon-Schau laufen gleich am Anfang. Wir haben hier noch ein weiteres Pokémon. Ah ja, die Weiterentwicklung davon, die Entwicklungsstufe. Kompusken. Das baue ich mal draußen auf. Wer weiß, wie groß das ist. Nicht, dass das jetzt am Ende so ein Riesenvogel ist. Können wir ja direkt hier daneben aufbauen. Ja, lol. Oh, das hat überhaupt nichts mehr gemeinsam mit dem hier. Das sieht voll fies aus. Doch, irgendwie. Die Federn auf dem Kopf sind gleich. Ja, die Federn. Aber irgendwie sieht es voll grimmig und fies aus. Ich reite es mal. Also ich verwandle mich mal, meine ich. Viel langsamer. Ja, sag das nicht hier, guck Wobei, mal. Ja, doch, so geht's. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Hä, der macht so ein... Was ist das denn? So ein Sprung nach vorne ist seine Attacke. Mit Rückwärtssalto. Mit Rückwärtssalto, ja. Krass, voll der Akrobat. Hui, hui. La, la, la. Bock, 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 bock. Ich fang gleich an Eier zu legen. Du bist ein Hahn. Vergiss es. Kickeriki, meine ich. Dann gibt's hier gleich einen Hahnkampf. Pass mal auf. Kann ich noch was anderes machen mit dem? Nee. Hüpfen kann ich nur noch. Okay. Haben wir das auch mal gesehen? Karate-Spielbär. Das ist der Karate-Vogel hier. Das Gesicht ist irgendwie komisch, ich weiß nicht. Da fehlt irgendwie ein Mund oder so. Aber der Mund ist ja eigentlich der Schnabel, aber der Schnabel ist viel zu klein irgendwie. Das ist schon ein bisschen verstörend. Das ist mindestens so verstörend wie der Baum. Oh, jetzt kommt die Butterfee. Ja, ist mit wo. Der müsste ja fliegen können eigentlich. Die Butterfee, die Butterfee. Butter aufs Brot, da hast du was drauf. Butterfee, Butterfee. Ja, die Butterfee, da ist sie. Oh, ist das putzig, guck mal. Bisschen Neon ist es, ne? Eine Neon-Butterfee. Juhu! Aber ich finde das lustig, wie die Augen so nach innen gedreht sind. Sieht irgendwie so aus, als wenn sie um Verzeihung bitten möchte, so. Es tut mir leid, was immer ich gemacht habe. Level 96, nicht schlecht. Ich hab's doch nicht so gemeint. Ja, ich bin in der Butterfee. Ich bin die Butterfee. Vielleicht kommt jemand mit so einem Insektenvernichter, elektrischen. oder irgendwo steht dann so eine Lampe, so eine blaue, ja. Ja, genau. Da fliege ich dann rein. Ich kann nicht, das ist so wunderschön. Ich kann voll hochfliegen, ey, krass. Ja, kannst bis nach oben fliegen, aber kannst du auch was anderes außer fliegen? Kann ich was anderes? Eine sehr gute Frage. Kann ich auch was anderes? Kann das greifen? Also ich kann meine... Nee, Moment. Das war nicht Angriff, das war Schuhe ausschütteln, was ich gerade gemacht habe. wenn man Sand in den Schuhen hat, kann man den ausschütteln. Nee, es ist tatsächlich der Primärangriff, was ich gerade gemacht habe. Rechte Maustaste macht nichts. Sieht schon bedrohlich aus. Ja, passt es. Landen, wie üblich halt, ne? Kontrolle macht nichts, als... Alt macht irgendwas. Da hat er irgendwas. Also irgendwie. Da ist irgendwas passiert. Soll das eine Barrel Roll sein? Irgendwas war da jetzt. Was war nochmal Barrel Roll eigentlich? Wie macht man die nochmal? T. Mit C? Ah ne. Da macht er nichts. Okay. Hm.
Aber irgendwie witzig. Gucken wir uns das nochmal so an. Ich bin eine kleine Mute. Eine Mute, dann lande ich doch mal. Hä? Das ist, wenn sie am Boden ist, dann ist sie... Hä? Die kann nur fliegen, die kann nicht rumlaufen. Dann verstehe ich nicht, warum sie sich die Schuhe ausschüttelt. Warum bekomme ich den Betäubungsstab nicht? Das ist seit dem letzten Update so. Ja, das haben wir ja nicht so gemacht. Das ist leider... Das letzte Update hat einiges verändert, deswegen. Geht das leider nicht. Das muss man sich kaufen irgendwie, ne? Jetzt mittlerweile. Mhm. Kostet 100 Credits. So, dann machen wir mal das nächste. Das ist Schmirgel. Das ist Gollum. Mehr sieht ein bisschen Gold aus wie Gollum. Ja. Schmirgel. Schmirgel. Dann trinke ich ihn mal. Ist das ein Schaf? Oh. Ich würde gerade sagen, also so groß hatte ich das jetzt nicht gedacht. Mit das einem ist so groß. Pinselschwanz, oh Gott. Malt alles an. Ein Schaf mit einem Pinsel als Schwanz. Ein Schwanzpinsel. Das ist auch irgendwie verkehrt, oder? Wie kommt man auf sowas? Vor allem, das hat so unterschwellige Botschaften schon wieder. Aber lustig sieht's aus. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Das müsst ihr jetzt auch alles anmalen können, ohne Farbe zu quaffen. Dann wär's cool. Das wäre geil, ja. Ja, stimmt. Ich müsste hier einfach ein Graffiti an die Wand malen können. Das wäre super. Ja, einfach hier so. So, und was male ich da jetzt? Mal gucken. Was kann ich da jetzt machen? Irgendwas muss ich jetzt malen. Es muss dann aber auch alles grün werden, ne? Weil die Farbe am Schwanz ist ja grün. Der Maestro bei der Arbeit. Maestro Schaf. Schafestro. Ich bin der Schafestro. Es ist ja auch irgendein anderes Tier. Es könnte ja auch ein angemalter Hund sein mit einer Eichel auf dem Kopf. Ich weiß es nicht. Stimmt, es ist ein Hund mit einer Eichel auf dem Kopf. Auch das klingt seltsam in Verbindung mit dem Pinselschwanz. Ja. Das ist alles irgendwie ziemlich komisch gerade. Kann ich rennen? Ja! Ich kann auch hüpfen. Hüpfen. Das ist so eins der ziemlich der hässlichsten Pokémon, die wir bisher auf dem Server hatten, oder? Es ist schon ein bisschen komisch, ne? Aber so wie es läuft, sieht es eigentlich ganz lustig aus. Wenn es läuft, ist es so langsam so... Ja, das kann in einem Bilderbuch für Dreijährige sein, aber doch nicht... Aber doch nicht in einem Pokémon-Spiel. mit so vielen Erwachsenen-Designs. Mindestens Achtjährigen, so. So, schaut aus wie Snoopy, ja stimmt eigentlich. Deswegen auch kommst du wahrscheinlich auf den Hund, ne? Ja. Es hat echt was von Snoopy, das muss man wirklich mal sagen. So, next. Was ist das nächste eigentlich? Was war das jetzt eigentlich? Was habe ich da eigentlich jetzt reingezogen? Nidoran. Oh, das ist süß. Ah, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das ist die Vorstufe von Nidoking. Ach, das sind die kleinen Schweinchen, die zum Nidoking werden. Aha! Das ist aber ein weibliches Nidoran. Das heißt, also die Weiterentwicklung wäre eine Nidorina und dann Nidoqueen. Also die Texturen sind ein bisschen niedrig aufgelöst am Auge. Das ist ein bisschen unscharf. Das ist mir aber beim Hund auch schon aufgefallen. Manche Texturen sind irgendwie ein bisschen sehr... Aber niedlich sieht's aus. Hehe. Kann ja mal gucken, kann ich das reiten? Ja, Tatsache. Ich bin das Pokémon! Ich bin das kleine... Ist das eigentlich eine Maus? Was ist das? Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Meerschweinchen. Echt? Mit den langen Ohren? Ein Meerschweinchen mit großen Ohren. Ein Großohr-Meerschweinchen. So lustig. Das sieht so witzig aus. Alter, hui. Hui. Ah, das kam falsch an. Scheiße. Ich versteck mich jetzt hier. Keiner findet mich. Keiner kann mich finden. Ich bin versteckt. Lalala. So, ich versuche mal wieder zu euch hochzukommen. Wie sieht's eigentlich aus mit dem... Oh, das Pokémon hat Hunger. Warte mal, kann ich da mit Pflanzen eigentlich angreifen? Ich brauche mal eine Pflanze zum Angreifen.
Das kostet doch bestimmt Pflanzen. Ich kann damit gar nicht angreifen, lol. Der Angriffsbutton ist nicht aktiv. Man kann damit nichts machen, lol. Ist ja ein Haustier. Das ist halt ein Meerschweinchen, das kann nur dumm gestehen. Es ist wirklich nur ein Haustier, man kann damit nichts machen. Ich kann hüpfen, toll. Es kann hüpfen und niedlich aussehen. Wie ein Haustier halt, ne? Und essen kann's, wie ein Haustier. Aber es kann sich nicht selber Essen besorgen. Wie ein Haustier. Wie ein Haustier, ja. Es ist also ein Haustier. Was Spielbär der Hund hatte, wie einen Sahnetropfen auf dem Kopf. Oh Gott, das ist auch schon wieder so falsch. Sahnetropfen? Sieht aber anders aus, finde ich. Ich weiß, es ist so eindeutig ein Hut, oder? Bei dem Hund? Wo ist denn der Hund jetzt? Ich habe die alle mal zur Seite gestellt, damit das hier nicht so voll ist. Wo ist denn die Seite? Da neben den Vögeln. Ach so. Ach hier sind sie. Können sie ja mal, wollen wir sie mal nach Größe aufstellen? Mein Gott. So, jetzt mal gucken, welches ist denn das kleinste? Das Küken, ne? Das ist das kleinste. Ja, ich glaube schon. Ja, das sieht witzig aus, so. Wie die Daltons sehen so aus. Ja, der Baum ist Everell, ist auch schön. Passt irgendwie. Wem der Schuh passt. So, jetzt, was fehlt jetzt eigentlich noch? Genau, jetzt fehlen eigentlich nur noch die teuren, die wir uns nicht leisten können. Uns fehlen nämlich genau der Dragonite und der Articuno. Können wir uns ja mal auf den Weg machen und ein bisschen Geld besorgen tatsächlich. Aber bevor wir uns Geld besorgen, ist an dieser Stelle die Folge zu Ende. Bis zur nächsten Folge Arc Park mit dem Pokémon Evolved Mod. Bis dann, ciao, ciao.